Hallöchen und willkommen zurück zu Alien Horizon. Als allererstes muss ich gleich mal sagen, wenn es euch aufgefallen ist, wir haben keinen Notstand mehr. Ich habe leider aus irgendeinem unerfindlichen Grund sind die letzten 2 Minuten der Aufnahme geschwärzt. Ich habe keine Ahnung wieso. Es lag nicht daran, dass der Speicher voll war, dieses Mal hundertprozentig nicht. Aber wir haben hier einen zweiten Frachter gefunden und der hatte Polyester geladen, den wir jetzt dann anscheinend zur Gänze schon umgeladen haben. Da komme ich nicht drauf. Wo war das Cargo? Hier. Das dürften wir schon. Verarbeitet haben. Schaut so aus. Wir könnten sich aber noch Futter holen. Dann müsste es eigentlich, ja genau. Gibt es eigentlich einen Autotransfer? Brauchen wir irgendwas? Ja. Besagtes Nahrungsmittel. So. Ja genau. Also, wir haben jetzt einmal das Problem im Polyester gelöst. Aber wir haben Nummer 1. Also, ja, lange. Na, ich sehe gerade, wir haben noch 192 hier. Ja, also am Polyester soll es nicht mangeln. Dann nehmen wir sich mal so um die 30 Stück. Okay, das kann mal. Und wie gesagt, auf das, was ich achten möchte, ist die Stahlproduktion. Das Teil hier ist leider komplett umsonst. Ich dachte, ich habe hier mehrere Möglichkeiten zur Auswahl. Ich wollte den ganzen Schrott hier loswerden, aber das wird nichts. Die sind nicht mal so. Was haben wir hier? Stockpile. Der kleine kostet 3 Stahl und 2 Ziegel, 10 Stahl, 5 Ziegel. Ja, wenn ich mal schaue, ich produziere dann gerade mal 29 Stahl alle 12 Stunden. Da haben wir schon die Nachtschicht drin. Jetzt noch mal schaue. Der verarbeitet uns das Wasser. Und Wasser haben wir momentan genug. Mal schauen, ob wir sowas im Cargo-Ship finden. Hier haben wir ja eine. Müsste es sein. Okay. Dann taucht die hier schon auf. So, wie schaut es aus mit dem zweiten Habitat? Das ist demnächst mal fertig. Die Leute arbeiten. Haben wir es geschafft. Und dann bauen wir sich hier. Was braucht die? Nichts. Kann es nicht stehen. Aber da schon. Das Wasser haben wir hier drüben. Also sollten wir ja. Hat das eigentlich einen Pipe-Anschluss? Nee, hat es keinen Pipe-Anschluss. Aber ich muss ja hier mit den
mit den Dings rübergehen, ich weiß schon, kann mich schon erinnern. Na, allzu weit weg ist er nicht vom Wasser. So ist er nicht. Und im Notfall bekommt er noch ein Storage nebendran. So. Dann sollten wir am nächsten Tag Life Support. Warum sagt mir der hier? Also keinen Wassertank. Auf der Seite will er Wassertank haben. Deswegen. Okay. Jetzt glaube ich, habe ich es verstanden. Speziell auf der Seite. Würde ich jetzt mal sagen. Ein Warehouse könnte ich auch mal bauen. Für Liquid. Ich schließe das Teil hier einfach mal so an. Mal schauen, was passiert. Powerline. Ja, auch nicht schlecht. Aber ich will mal zuerst fertig haben. Small Warehouse, wo wäre das vonnöten? Ich muss definitiv unser Lager hier ein bisschen. Ja, warum nicht hier drüben? Da kann man Konverter dazu hängen. Keine Ahnung, was das jetzt da so. Aber ja. Einer links, einer rechts. Geht sich hier auch noch aus. So wie hier. Ja, ich versuche das jetzt mal hier so. Aber der ist fertig. Bankerhaus. Sehr nice. Du wirst gleich versorgt. So, wir brauchen einiges an Material. So, wo suchten die jetzt? Ein Platz wieder frei. Achso, der braucht. Dann sollte er arbeiten. So. Als nächstes nehmen wir dich hier auf Critical.
Ja. Auf das schauen wir ja schon. Hoppa. Jetzt bin ich gerade ein bisschen. Was sind jetzt? Ich habe mich vertan. Ich habe mich vertan. Ja, dann kommst du gleich mal hierher so, ne? Und so jetzt nicht unbedingt. Aber so mal schon. Also na, das geht nicht. Ein Pipe-Anschluss. Und dann setze ich dich hierher. Ja, ich habe da jetzt eine zweite Ziegelfabrik gebaut. Die Frage, ob ich überhaupt so viel Ziegel brauche. Kann man ja irgendwo das Output-Limit. Ja, Live Support kommt hier gleich. Kann man in Produktion 25%. Dann machen wir es so, arbeiten die nachmittags und die vormittags. Da braucht man eine Menge Ziegel. Kannst du noch ein Cargo machen? Aluminiumfabrik. Eine Stahlfabrik aufbauen.
das Biologielabor. Ich weiß, das wird man schon bald brauchen, denn uns geht die Nahrung aus. Ich hab's im Sinn. Ich hab's im Sinn. Machen wir jetzt mal einen Sicherheitssafe. So, was wollen wir hier lagern? Irgendein Schrott, definitiv. Was haben wir denn da? So. Alter Stahl. Den will er nicht haben. Wie gesagt, die. So, ich glaube, ich muss etwas nachbesetzen. Sollte man noch eine Stahlfabrik bauen können. Was mein Live-Support-System soll ich expanden? Ich kann es ja jetzt noch nicht ganz versorgen. Weil der Gasanschluss auch noch nicht da ist. Mit dem Hydrogen. Vielleicht geht's, wenn ich es hier dazu hätte. Was? Aber nur wegen Strom jetzt, oder? Das könnt ihr mal bauen.
Das können Sie mal abreißen. Ja, genau, weil wir gehen ja hier dran rüber. Und braucht der da Strom? Ja. So, Powerline, sehr schön. Was hat der hier erforscht? Nichts gefunden. Ah, unser Ding ist ja jetzt nicht fertig. Der wäre es eigentlich hier gewesen, ne? Wahrscheinlich außer unserer Reichweite, deswegen. Wo sehe ich denn das? Ah, hier. Achso, ne, doch nicht. Wo sehe ich die Reichweite? Was hat er fertig? Ah, Steelmaker, okay. Ja, da brauchen wir natürlich mehr Iron Ore. Ja, da haben wir jetzt auch nicht gerade die besten Positionen. Schaut es mit der Power aus? Auch nichts gefunden. Ja, nee. So.
Jetzt. Die Ziegelfabrik. So, hier mal ausgeschalten. Und schalten wir den auch mal weg. Vorerst. Mehr auf die Dauer. Aber gleich geht die Sonne auf. Sollte es wieder passen. Ja, ich weiß. Aber für den nächsten Versuch definitiv, definitiv. Ja, okay. Ja, ich wollte ja aufwecken. Haus wird bald gebaut. Die Ziegelproduktion können wir wieder anschmeißen. Und wir brauchen unbedingt noch eine Eisen. Das ist nicht alles so besonders gut. Du bist aber jetzt schon noch dabei, ne? Ja.
Er macht schon, er macht schon. Oh, Backe. Sowieso kommt da kein Wasser rein. Ja, irgendwas von mir aus. Jawohl, so. Und das geht jetzt nicht, weil. Achso, Oxygenit. Mann, jetzt hab ich den Geräusch gemacht. Aber jetzt weiß ich's. Aber jetzt weiß ich's. Na, ich könnte ja den Spielstand zurückgehen. Und das neu versuchen. Ich muss den Life Support anschmeißen. Das ist mal jetzt das, was ich gelernt habe. Den Life Support hier anschmeißen, indem man. Da steht es doch eh. Oxygen und Nitrogen dazu schließen. Mensch Gott nochmal. Aber jetzt sind die Pipes hier frei. Somit angeschlossen. Ja, ich versuche das jetzt nochmal. Weil ansonsten mit der doppelten Ziegelproduktion und dem Stahl, der Stahl wäre halt wichtig, aber dazu von aus eine bessere Eisenmine oder ja, vielleicht die mal hier erforschen. Jetzt schauen wir mal, was hier dann passiert. Kann ich aber den hier demontieren. Haus braucht Ziegel. Das Small Storage ist mal auf Low.
Die Storage sollte ich auch bauen. Jetzt mach doch mal hin. Storage space, not enough storage space. Ja, ich will das jetzt immer fertig sehen. Da müssen sie sich was anderes überlegen. Ein Kontingent aufzubauen von Ressourcen, dass ich jetzt sage, ich mache mal eine Zeit lang nur Stahlproduktion, das geht fast gar nicht. Ach so, das habe ich ja vergessen, oder? Da läuft ja noch. Maintenance, jawohl. Warum sind die dehydriert? Weil der Life Support fehlt. Ah, die machen ja schon so schnell wie sie können. So, ist das Teil hier jetzt fertig? Oh mein Gott, nein, noch nicht. Das kann es ja nicht sein. Kommt schon, Leute, ich will ja nur sehen, ob dann das hier einwandfrei funktioniert. Dann überlege ich mir beim nächsten Mal was anderes. Pipes sind fertig. Der Grid steht. Connection. Connection. Aber es kommt nichts rein. Wieso? Weil ich sie nicht storagen darf, oder wie? Oder was holst du hier? Oxygen. Mann, das ist Hydrogen. Oh Gott. Wir brauchen ja hier Nitrogen.
Wo kriegen wir das Nitropen her? Habe ich das jetzt schon wieder vergessen? Jedes Mal, glaube ich. War das jetzt nicht das CO2? Eigentlich wäre jetzt dann die Folge schon aus. Aber ich habe jetzt keine Ahnung, wo oder wie wir das Nitrogen. Kann ich da schon was bauen? Okay. Da muss ich irgendwie dran arbeiten, dass wir das Nitrogen irgendwie bekommen. Na gut. Dann das und noch mehr bei der nächsten Folge von Alien Horizon. Ich sag mal Dankeschön fürs Zuschauen. Alles Liebe und bleibt gesund. Euer Altron.